So, wurde letzte Nacht wieder ein bisschen später. Ich habe noch Godzilla vs. Kong geguckt. Okay. So, heute muss ich alles an meinen Sachen durchgehen. Hier liegt schon einiges rum. Oh mein Gott. Und dann muss ich mal sehen. Und dann geht es am Nachmittag oder am Abend nach Hayward oder beziehungsweise nach Fremont. Mein Zeug abholen, was ich in Las Vegas gelassen habe und jetzt über o in Oakland in der Storage Unit umgelegen hat und jetzt im Haushalt von Dan in Fremont. Erstmal Kaffee. Halb 10. Im Moment ist es in Modesto sonnig bei 21 Grad. Heute wird es sonnig bei Temperaturen zwischen 7 und 27 Grad. 27 Grad heute. In die Bay Area müssen wir fahren. Ne? Den ganzen Weg nach Fremont. Habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, aber dann habe ich wenigstens meine Klamotten wieder. Sonnensatt natürlich. Und ich muss durch meine kompletten Klamotten gehen und alles mal beiseite legen, was ich mitnehmen will muss. So, auf geht's. Mein Auto muss ich auch noch leer räumen. Da sind noch ein paar Angelsachen jetzt drin wieder. Und ein bisschen sauber machen von innen. Mal, packen wir's an. Mein Auto ist leergeräumt und ja, hier ist mehr Chaos als vorher. Lass uns alles mit. Irgendwie. So, jetzt fahren wir nach Fremont. Ist schon Abend. Nichts Tolles passiert, außer ja, Sachen zusammengesammelt, Videos zusammengeschnitten und Lonnie und Family, Frau und Sohn, Coronavirus zum zweiten Mal. Und das sind ja zumindest eher ein strikter Denier, also der verweigert daran zu glauben, dass es irgendwie gefährlich ist, dass es eine Pandemie ist und so weiter. Einer von denen. Also super nett, ne? Aber ein bisschen hohl halt. Ja, und der Lonny, der wollte eigentlich arbeiten gehen und dann ist er fast umgekippt auch nach der Dusche heute Morgen. Wahrscheinlich besser so. Ja, getestet lassen haben sie sich das letzte Mal nicht. Aber die Symptome waren da, das heißt, es war wahrscheinlich so. Und die dachten, wer wäre sicher. Aber jetzt hat die ganze Familie es erneut. So, wir fahren jetzt. Über die darf sich da nicht so aufregen, beziehungsweise nicht zu intensiv drüber nachdenken. Manche lernen es halt nie. Aber die werden dann auch nicht bestraft, dieses Verdienen. Aber das ist nicht mein Problem. Jetzt haben wir schon Viertel vor sechs. So, hier in Modesto 25 Grad noch. In Hayward soll es asig kalt sein. Unter 50 Grad. Nein, hier ist auch windig. Aber ich hoffe, dass wir im neuen Bier zu Hause sind. Aber das wage ich arg zu bezweifeln. Sollen da sein um kurz nach sieben. Und dann alles zusammenpacken, wahrscheinlich noch bla bla. Und dann, ja. Hoffentlich nicht so viel Stau auf dem Weg zurück. Tanken noch und so weiter. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber muss sein. So, High Winds und trockene Conditions. Und jetzt haben wir hier nicht nur einen Stau, sondern auch ein Feuer. Grasfeuer. Hier überall kämpft die Feuerwehr noch. Wir haben so gut wie aus. Ja, Der Feuerwehr. letzte Feuerwehrmann löscht die letzten Flämmchen. Und ja, die ganze Gegend stinkt natürlich übelst nach Rauch. So viel Gras gab es hier gar nicht, aber das, was es gab, ist gut abgefackelt hier. Weil es stehen noch drei weitere Firetrucks. Sonne weg, super krass tiefe Wolken, sieht fast aus wie eine krasse Sturmfront und es ging runter von 24 auf 12 innerhalb von einer Minute. Das nenne ich mal eine par excellence Front. So, nichts Aufregendes mehr passiert zu Hause um 5 vor 11. Mein Schreibtisch habe ich, der hat ganz schön gelitten beim Dan. Meine Balkonliegestühle habe ich auch ganz schön gelitten.
den einen oder anderen Küchenutensilien. Ich glaube, das massig haben wir gar nicht gesehen. Jetzt mehr, ist egal. So, McDonald's gab es noch, super eklig. Ja, das bleibt jetzt mal alles im Auto. Müssen wir den Schreibtisch ein bisschen reparieren. Aber einen Stuhl gab es auch noch unverhofft. So, jetzt mal probieren wir zu Hause zu sein. Draußen auch hier wird es mittlerweile asig kalt. 12 Grad. Als wir weggefahren sind, T-Shirt, kurze Hose Wetter. Jetzt Winter.